Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gibt es so eine kleine Info, beziehungsweise geht es darum, wie ihr einen Wagen kostenlos in GTA bekommt, beziehungsweise wie ihr halt den Wagen geschenkt bekommt. Und zwar dreht sich um den BF Weevil. Das ist ja dieser alte Käfer. Und den könnt ihr kostenlos kriegen. Und zwar müsst ihr dazu einmal den Heist fertig haben. Also ihr müsst einmal als Anführer das Finale durchgespielt haben. Und dann kriegt ihr Anrufe von English Dave. Und da müsst ihr so ein paar Missionen machen. Einmal müsst ihr Pizza liefern für keine Musik. Dann irgendwie Merchandise zu keine Musik bringen. Und das alles auf der Cairo Perico Insel. Und dann, wenn ihr, ich glaube es waren 3 Missionen, wenn ihr die alle abgeschlossen habt, dann kriegt ihr einen Anruf. Ich blende euch den einmal ein. Von English Dave. Hello there. Hello, sailor. Dave here. Listen, you've pulled all the stops for us over here, and don't think it's gone unnoticed. Now, I'd like you to take my motor for keeps. Shedding worldly attachments, innit? And today, my loss is your gain. Piece of bloody history there. Keys are inside. You are welcome. Und der sagt euch dann, dass er seinen Wagen euch schenkt. Und zwar kriegt er dann ein Symbol auf der Map. Und zwar ist das hier bei mir beim Flughafen. Ich weiß nicht, ob das immer beim Flughafen ist. Und das ist ein Bonusobjekt, also das ist sozusagen das kostenlose Fahrzeug. Ich werde euch den Wagen auch einmal zeigen. Der ist ein bisschen speziell getuned. So, ich werde mir einmal mein Heli holen und dann einmal aufs Parkhaus fliegen. Weil ich habe keinen Bock, das ganze Parkhaus hochzufahren. Und dann gucken wir uns mal den Wagen an. Ist vielleicht ein bisschen spät, das Video. Weil einige haben vielleicht den Wagen schon bekommen oder so. Aber ich dachte mir, ich mache einfach nochmal ein Video drüber. Für diejenigen, die das halt nicht wissen. Für alle anderen, die das wissen. Die brauchen das Video ja nicht gucken. Aber so für welche, die das noch nicht wussten. Oder sich den Wagen auch gekauft haben. Die können ja das jetzt machen und den Wagen dann wieder verkaufen. Ja, da ist der BF Weevil. In so einem geilen Design, finde ich. So ein Hippie-Design. So dann steige ich mal ein. So, und jetzt müssen wir einmal aussehen, wo ich den Wagen haben will. Dann nehme ich einfach mal auch eine Garage. Und dann würde ich sagen, fahre ich noch einmal in die Tuning-Werkstatt und guck noch mal, ob man da irgendwas noch speziell tunen kann oder so. Das Ding ist, ich habe mir den Wagen vorher schon gekauft, weil ich das noch nicht wusste. Und dann kann ich den Wagen jetzt einfach verkaufen, den ich gekauft habe. Und spare mir Geld, beziehungsweise krieg wieder Geld wieder. So, ich fahre jetzt noch einmal in die Tuning-Werkstatt. Und dann gucken wir uns den Wagen noch mal ein bisschen an. Aber so vom Design her finde ich den eigentlich ganz geil. Also das ist sozusagen der BF Weevil von English Dave. Finde ich eigentlich ganz geil, dass man so ein paar Missionen machen kann. Und den dann geschenkt bekommt. So, ich fahre jetzt noch einmal kurz in die Tuning-Werkstatt. Hier bei LS Custom. Aber ich denke mal, wenn ihr diesen Wagen jetzt verkaufen würdet, dann würdet ihr nichts wiederkriegen, weil ihr den halt geschenkt bekommen habt. So, ich repariere den erstmal und gehe dann einmal auf Verkaufen. Aber das wollte ich einfach nochmal gucken. Doch, ihr kriegt für den irgendwie 14.000. Halt wegen dem Tuning, denke ich mal. So, und jetzt könnt ihr halt einfach den Wagen ganz normal tunen. Der ist, denke ich mal, auch schon versichert. Das gucke ich auch einmal. Ja, Schutz vor Diebstahl. Ja, ihr habt einen Peilsender und eine Vollkasko, also versichert ist der Wagen. Ja, Leute, dann war's das auch erstmal mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet oder ob ihr den Wagen schon habt von English Dave. Ich finde ihn ganz geil vom Tuning aus, ich werde ihn auch so lassen. Und dann könnt ihr euch ruhig, wenn euch der Wagen interessiert, nochmal mein Tuning-Video angucken. Ich werde das hier verlinken. Und dann, würde ich mir noch mal ein Like und über einen Kommentar freuen. Und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.